Und ich glaube, es verbraucht sogar Hitze. Das ist nicht so gut. Ich glaube, das verbraucht Hitze. Das ist ganz, ganz schlecht. Ist ja schön, dass er hier anzeigt. Oh, das kann man reinschmeißen. Super. Heilenbeere, Gold. Was ist das denn für ein Quatsch? Platziere eine Schablone. Ja, eine leere oder was? Aber links ist doch da. Gut, ich habe noch so Eisen dabei, ist nicht das Problem. Ich bin ja auch so mal Eisen und Gold nehmen. Gucken. Eisen, aha. Basishaltbarkeit, okay. Gold nimmt er nicht. Aber Eisen nimmt er. Okay. Ja, dann müsste doch das dahin. Ja, und nun? So, da kann man die Reihenfolge. Okay. So ein kackendreister Mist. Eine Gussform hatten wir auch schon so. Das geht gar nicht rein, was eine Schablone ist. Da draußen machen wir eben das andere Ding. Na? Komm, moch. Moch. Ne, ach so. Ach, das, was ich nach oben. Ach, ich dachte schon gerade. Das ist ja cool. Cool. Ist das nicht genug Eisen? Kann hier sein. Ich weiß, muss da rein. Ja, und da sind extra Spitzhacken-Kopfgussform. Und die scheiß Form ist das hier. Und da brauchen wir diese Form. Schon klar, dass es gebaut wird damit. Mann. Wir sind kurz davor, das zu knacken eigentlich. Hä? Platziere eine Schablone und ein Material auf die linke Seite. Ja, was? Eine leere Schablone? So, und nun? Kann hier drüben nichts rauskommen.
I don't understand this. Ich verstehe das nicht. I don't understand this. Kobaltbarren, Aridritbarren, Melinbarren. So, Kobalt. Kobalt, aus welcher Mod kommt das? Gibt es auch Kobalt-Erz irgendwie? Ne. Doch, da. Kobalt-Erz, doch. Das gibt es. Okay. Nee. Das andere war Aluminium, Kupfer, Kobalt, Ardite. Nennen wir es mal Ardite. 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 Okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Ist auch ganz neu noch. Können wir sogar so richtig mit aus. Wir müssen was essen. Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen davon was. Beim nächsten Mal müssen wir großes Essen herstellen. Eieieiei. Gottes Willen. Das ist das Einzige, was jetzt noch fehlt eigentlich, ne? Und wir sind noch ein höher. Mich interessieren, ob wir unseren Bogen noch verbessern können. Wir haben auch unser Schwert ja auch. Das hat immer einen Schärfe schon plus 4. Vielleicht sollten wir da Rückstoß mit reinnehmen. Das geht sogar. Okay. Ach. Ja gut. Hier wäre es interessant, die Haltbarkeit noch zu erhöhen. Okay. Ach Mist, das wollte ich doch gerade machen, Mensch. Weil wenn ich unterwegs bin, können wir das ruhig machen. Hier ist natürlich jetzt das Problem, Rückstoß. Brauchen wir noch ein bisschen mehr. Verbrennung wäre auch gut. Und Haltbarkeit wäre natürlich auch nicht verkehrt. Haben wir hier auch eine Dia-Rüst? Naja. Das ist fast komplett im Arsch. Weiß gar nicht, hatten wir irgendwo noch mal eine Höhle in der Nähe, die wir noch nie besucht haben? Ein bisschen Essen haben wir noch dabei, so ist ja nicht. Also wir hätten noch mal ein paar Sachen wegpacken sollen eher. Doof, doof, doof. Nee, das können wir dahin packen, ruhig, das dahin. Die Hacke hier. Haben wir so viele. Neuerdings. Die gehören zusammen. Die andere Schablone ist wahrscheinlich unten drin, so wie es aussieht. Bombe. Das kommt dahin. Das Schwert bleibt da. Das Gold packe ich dahin. Die bleiben da.
Das bleibt da, das kommt dahin, das kommt dahin. Das Buch hätte auch unten hingekonnt. Egal. Passiert. So. Dorthin, dorthin. Okay. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Wir haben, wie gesagt, Essen eigentlich genug mit. Wir haben hier noch die großen und dann auch das. Wir haben so noch eine goldene Melone hier mit dabei. Passt. Okay. Begeben wir uns mal auf die Suche nach einer Höhle. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen gucken, ob wir irgendwie was finden zum Abbauen. Kommt der Erdhaufen denn her? Pilli-Penelli. Na, na, na. Das für überhaupt nicht tun, das lassen wir erstmal. Das ist nicht ganz so wichtig gerade auf unserer Mission. Das ist auch keine Höhle, aber da kann man hinschauen eben schnell. Und der sieht. Da müssen wir aufpassen, hier ist dunkel, hier können sich auch Monster verstecken. Dann habe ich denn das doofe Ding eingesammelt. Gar keinen Platz mehr für das alles hier, ey. Schnee. Fischerhütte. Da war Kupfererz, da müssten wir da vielleicht mal hinlaufen in die Richtung. Stimmt, das Dorf, was total leer gefegt war. Keine Einwohner mehr. You are my horses, all my sunshine. You're me happy and nobody. So, genug hier. Guck mal, da sind einfach mal Pferde oben im Baum. Oh. Da wäre Lava. Das ist aber nur ein Vorkommen, ne? Aber da erstmal runterkommen alleine. Ach so, na gut, das geht eigentlich. Ich glaube, hier ist kein. Guck mal, es ist da ein Wasserfall runter. Jetzt könnte man da sogar runterkommen und auch wieder hochkommen. Nee. Dann geh. Ja. Versuchen wir mal hier angsteinflößende Geräusche zu machen. Super tolle Idee.
glaube, das ist ja so ein besonderes Erz, das wir brauchen eigentlich. So. Kreide alleine. Wer will denn schon Kreide? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ah. Hello, Creeper. Oh. Oh. Oder was ist das? Salt, oh, wieder. So ein Dreck. Gerade. Hey. Scheint irgendwie nicht so der Fall zu sein. Was ist das denn schönes hier? Nicht das, was ich eigentlich mit euch suche. Hey. Da steht ein langer Weg nach oben. You make me sunshine, you make me happy. So, jetzt komm, die Gummi hier. Schneller, schneller, schneller. Sollte noch hin noch mit der Luft blasen. Knapp aber auch. Alter Schwede, komm. Oh, wird langsam dunkel. So, in welche Richtung müssen wir jetzt? Okay. Da müssen gleich schon wieder Monster auftauchen, ja eigentlich. Dings, Bernstein. Ich will gar nicht wissen, was da drin wartet. Das Feld sieht auch komisch aus. Natürlich muss jetzt natürlich eine Handynachricht kommen, ne? Oh, ein Enderman hätten. Den wollen wir mal in Ruhe lassen. Aber irgendwas war da gerade. Sag mal. Hackt es? Ich hätte gesagt, dass du herkommen sollst. Du hast einen coolen neuen Hut auf. Ein Hotdog-Hut. So langsam kommen jetzt erst die Monster aus ihrem Versteck. Ganz verrückt hier. Ganz verrückte Sache. Okay, gut. Erde.
Licht. Wir legen uns kurz einmal hin und dafür machen wir auch heute Schluss. Das heißt, beim nächsten Mal gucken wir, dass wir jetzt, ich werde versprechen, ich werde mir mal Videos anschauen. Dass ich dann auch besser für euch das ein bisschen zeigen kann, was man damit machen kann. Und dass wir da auch vorankommen. Wir haben es ja schon hinbekommen, eigenständig, ohne fremde Hilfe hinzubekommen, wie man schmelzen kann. Jetzt ist die Frage noch, wie man die Schablone herstellt, etc. etc. Da muss ich mir dann wohl was zu anschauen. Ist ja wohl nicht das Problem. Jedenfalls danke ich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also ich fand es sehr spannend. Alleine auch, dass wir jetzt sagen, wir gehen jetzt auch ein bisschen so die Monster auch bekämpfen. Die Werwölfe sind Hammer. Da muss man echt aufpassen, ne? Wie wir schon gemerkt haben. Aber ansonsten bringt es echt Spaß, so ein bisschen Erfahrungspunkte zu sammeln und auch mal die Rüstungen oder auch die Sachen voranzubringen. Vielleicht kann man sich später auch mal Rüstung gucken, dass man auch Rüstung besser macht, etc. Das ist aber also ein bisschen in der Zukunft, ne? So Diamantenrüstung oder was weiß ich, was es da neue Rüstung vielleicht auch gibt, vielleicht auch neuere Ehre. Ja, schauen wir dann mal. Jedenfalls, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen, ob nur mittags, abends, bei der Pause, wie auch immer. Und dass ihr mir treu bleibt. Einen Daumen hoch da lasst zur Not oder ein Abo, wie ihr gerne möchtet. Das ist alles eure Entscheidung, das ist kein Muss bei mir, das wisst ihr. Lasst gerne einen Kommentar da. Und sonst sehen wir uns halt ganz normal wie immer in den Livestreams. Wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen und euch dann noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.